Ich heiße Sie alle herzlich willkommen heute nach Texas-Kiste. Und unsere kleine Überraschung heute noch, der Christian Beck ist vor kurzem 30 Jahre alt geworden. Viele kennen ihn vielleicht. Er hat also diese Patenschaft von mir zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und er hat sie natürlich angenommen, ja, Christian? Ja, und deshalb ist es der Pate heute für diese Veranstaltung. Ja, dann sagen wir mal, das Buffet ist eröffnet, die Deckel können hoch und dann könnt ihr da vorne selber zum Essen gehen. Die Teller werden natürlich abgeräumt, Getränke bestellt da und dann viel Spaß. Eine gute Tradition setzt sich fort. Es ist das fünfte Osterbuffet, das hier heute stattfindet. Mehr als 100 bedürftige Gäste der Tafel sind in die Texas-Kiste in den Baumschulenweg geladen. Mit dabei FCM-Topstürmer Christian Beck. Und der hat heute sogar die Patenschaft über den Event. Geschenkt bekommen zum 30. Geburtstag. Höchstpersönlich vom Kisteninhaber Andreas Müller. Der blau-weiße Kicker hat die Aufgabe sofort angenommen. Vielleicht auch deshalb, um neue Erfahrungen außerhalb vom Fußball zu sammeln. Mit Menschen, die nicht so gut dran sind. Also ich habe das Glück, dass bei mir in der Familie da alle sehr, sehr zufrieden sind, sage ich mal. Also bei uns kenne ich sowas nicht, aber ich weiß, dass sowas ganz, ganz schnell geht. Und ja, aber ist natürlich nicht das Schönste im Leben, aber mit solchen Aktionen, die Andreas Müller hier startet, glaube ich, kriegen die Leute auch mal ein Lächeln ins Gesicht und das ist eine feine Sache. Für die meisten freudigen Gesichter ist Christian dabei sogar selbst verantwortlich. Neben seinen heutigen Aufgaben, Essen auszuteilen und kleine Präsente zu verschenken, will hier jeder Gast natürlich entweder ein Foto mit dem Star oder ein Autogramm und in manchen Fällen sogar beides. Das Danke am Ende der Veranstaltung ist für Inhaber Andreas Müller das größte Geschenk dieser Aktion. Für ihn ist es eine Herzenssache zu helfen, obwohl heute nur ein Bruchteil an Mitgliedern der Tafel hier Platz findet. Wir haben in der Tafel in Magdeburg aktuell zurzeit 5000 Menschen, die in der Tafel registriert sind als Kunden. Und wir haben seit rund 2 Jahren also einen Aufwuchs von über 25% mehr an Nutzern, die die Tafel aufsuchen. Was natürlich auch was mit der Flüchtlingskrise seit 2015 zu tun hat. Also wir haben viele, viele Migranten, die zur Tafel kommen, viele Flüchtlinge, sodass wir im Prinzip immer gut zu tun haben. Mitglieder, die am Osterbuffet teilnehmen möchten, finden dazu im Vorfeld der Veranstaltung einen öffentlichen Aushang der Tafel. Meistens sind es die bedürftigen Menschen, die regelmäßig zum Essen in die Suppenküche kommen. Und jeder von ihnen hat eigene Gründe, auf die Tafel angewiesen zu sein. Ich kriege vom Jobcenter nur 490 Euro, weil sie mir das Kindergeld für meine kranke Tochter abziehen als Extraeinkommen. Und das kriege ich ja, solange ich lebe, kriege ich für ihr Kindergeld. Und wird jeden Monat abgezogen und dadurch kriege ich nur 490 Euro. Und anders komme ich sonst ja nicht über die Runden. Also muss ich jeden Tag zum Mittagessen gehen und wenn Veranstaltungen sind, das auch wahrnehmen. Weil Hartz IV zu wenig ist. Ja, meine Merkel und die haben ja alle mehr, ne? Anders wie wir. Wir müssen mit dem ein bisschen auskommen. Ich bin schon jahrelang Hartz IV und braucht die Tafel. Durch einen Arbeitsunfall, also nicht direkt Arbeitsunfall, ist ja zu Hause passiert. Aber wie gesagt, ich kann kaum noch laufen und bin dann nochmal hingefallen und komme kaum noch voran. Und dadurch kriege ich auch keine Arbeit. Viele der Betroffenen sehen auch keine Möglichkeit mehr, überhaupt wieder Arbeit zu finden. Die Gründe? Vielseitig. Chronische Erkrankungen, Pflege von Familienmitgliedern und Langzeitarbeitslosigkeit stehen an oberster Stelle. Christian Beck hingegen hat heute alle Hände voll zu tun. Halbzeitpause gibt's hier nicht. Und das stört ihn auch nicht. Ja, ich denke, es ist eine feine Sache, die da Andreas Müller ins Leben gerufen hat. Und ja, ich bin dann gern dabei und unterstütze das natürlich. Und ja, ich hoffe, dass das dann alles den Leuten hier so gefällt, wie das organisiert wurde. Zu dieser benannten Organisation zählen auch viele ehrenamtlich helfende Hände, wie die von Chirurg Dr. Pohl, der Siedlergemeinschaft Magdeburg Nordwest e.V. und von Susi. Sie ist Fan vom FCM und erst recht dieser Aktion. Das Los hatte im Vorfeld der vielen freiwilligen Helferanmeldungen entschieden. Sie ist dabei. Wir machen mehr Müll
mehr Milch und einmal Zucker. Alles klar, kommt sofort. Es gab eine Aufrufaktion über Facebook durch den Herrn Müller und da habe ich gedacht, Mensch, da möchte ich gerne mal mitmachen, auch mit dem, mit der Ansicht nochmal Christian Beck nochmal zu treffen oder zu sehen und gefällt mir eine sehr schöne Sache. Viel Bowling, macht mir total viel Spaß, hier mitzumachen, den Leuten, die Leute zu bedienen und ihnen ein bisschen Freude zu bereiten für einen schönen Nachmittag. Eine schöne Sache. Das Essen wird zum Teil durch den Erlös von Christian Becks Fanartikeln getragen. Hauptsächlich denen, die anlässlich seines 30. Geburtstages kreiert und anschließend verkauft worden sind. Dass hier in der Texas-Kiste allerdings auch jemand ist, der kein Beck-Fan ist, kaum zu glauben. Ja, das gehört dazu. Ich glaube, das kleine Mädchen war ein bisschen schüchtern und am Ende hat sie sich, glaube ich, trotzdem drüber gefreut. Und ja, aber das gehört auch dazu. Das ist nicht so schlimm für mich, also dann lächle ich auch drüber. Rund 120 Gästen hat Christian Beck heute ein besonderes Erlebnis geschenkt. Die Idee, einen Paten zum Osterbuffet zu holen, einmalig. Die Kooperation zwischen Texas-Kiste und der Tafel bleibt bestehen, sodass jetzt schon klar ist, Wiedersehen im nächsten Jahr macht Freude. Und vielleicht schafft Christian Beck dann als frisch gebackener Vater auch den Durchbruch bei allen Kindern.